sehr geehrte Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur ersten Pressekonferenz dieses Jahres anlässlich des Spiels gegen die TSG Hoffenheim 2. Am 20. Spieltag gespielt wird am Samstag hier im Sparda-Bank Hessen-Stadion. Anschluss ist um 14 Uhr. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich unseren Cheftrainer Rico Schmidt. Hallo, servus. Und von Seiten der Spieler, das erste Mal heute hier, ja, Alexandros Theodosiades oder Theo, wie du ja in der Mannschaft genannt bist. Und würde direkt auch meine erste Frage an dich stellen, Theo. Die letzten Wochen war ja bei euch recht anstrengend. Ihr habt das erste Mal als Team eine Wintervorbereitung durchlaufen können, überhaupt die erste Vorbereitung. Im Sommer ist es ja ein bisschen knapper aufgefallen aufgrund der Rahmenbedingungen. Wie ist dann dein Fazit von der Wintervorbereitung? Ja, guten Tag erstmal. Wir hatten eine lange und intensive Vorbereitung gehabt mit vielen guten Testspielen. Hatten auch Glück gehabt mit dem Wetter, dass nicht so viele Testspiele ausgefallen sind und konnten uns dadurch auch gut auf die Rückrunde einstellen. Sehr schön. Ja, das Jahr hat ja für euch eigentlich ganz gut geendet. Nach dem Sieg gegen Koblenz, mit den entsprechenden Toren dazu, wo wir ja alle jubeln durften. Jetzt stehen in den nächsten Wochen aber noch schwere Partien an. Ihr habt die Wintervorbereitung jetzt durchlaufen können. Was habt ihr euch denn vorgenommen für den Start in 2014 und für auch die bevorstehenden Spiele? Ja, wir als Mannschaft haben uns vorgenommen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und wollen natürlich mehr Tore schießen als in der Hinrunde und dadurch auch den Fans ein erfolgreiches Jahr bringen. Ja, und wollen offensiv attraktiv spielen und am besten jetzt schon gegen Hoffenheim am Samstag. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch alle. Jetzt habt ihr letztes Jahr schon gegen Hoffenheim gespielt. Du bist in der 58. Minute eingewechselt worden. Ich habe extra nochmal geschaut. Und das ist ja ein Spiel gewesen, wo ihr euch, glaube ich, gerne zurückerinnert, oder? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, welche Erinnerungen du an das Auswärtsspiel in Hoffenheim hattest. Ja, ich fand, es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben von Anfang an dominiert gehabt, haben auch früh das Tor geschossen vom Fall Becker. Und wir haben dominiert, haben auch verdient gewonnen und ich hoffe, dass wir am Samstag auch das wiederholen können. Dann danke dir erstmal, Theo. Ja. Herr Schmidt, vielleicht können Sie uns so ein kleines Fazit von Ihrer Seite ausgeben, wie die Wintervorbereitung lief und auf welchem aktuellen Stand die Mannschaft ist. Es war eine verdammt lange Zeit. Die Jungs auch dahingehend immer wieder auch zu motivieren, wobei wir ganz viele positive Kräfte in der Mannschaft haben. Theo ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch das immer wieder auch mitzutragen. Auch so eine lange Zeit, sehr eingestiegen mit den Heimturnieren, wo es auch darum ging, nicht nur sportlich, als vor allen Dingen auch wirtschaftlich, da ein paar Euros auch in die Kasse mit reinzuspülen. Begonnen gleich dann noch, wo wir uns strecken mussten mit den Regionalligisten Gladbach 2, Leverkusen 2, Viktoria Köln in dem ersten Block. Und da sah ich schon recht ordentlich aus mit dieser 0-3-Niederlage jetzt in Gladbach 2 mit dem ersten Spiel, Testspiel 2014. Da war ich nicht ganz so einverstanden, das konnten wir uns dann steigern. In Köln haben wir uns ein Stück unter Wert verkauft, vom Ergebnis her. Da haben wir aber auch gesehen, wie hoch die Messlatte liegt in der Regionalliga West zum Beispiel, so eine Spitzenmannschaft in der Regionalliga West. Mit dieser Pause und für uns als Trainer ist es aber auch wichtig, immer wieder verschiedene, unterschiedliche Inhalte einzubieten. Wir hatten da mit dem Studio Enjoy und dem Reha-Zentrum Sporek auch zwei hervorragende Partner, die uns dort sehr, sehr gut auch mich in der Trainingsarbeit unterstützt haben. Die Jungs haben super mitgezogen. Sicherlich jetzt von den Ergebnissen dann in der zweiten Periode so ein Ankerspiel wie in Lindheim, dann 0-1 verloren, in Neu-Isenburg zwei Tage später 0-0 gespielt. Da haben wir uns wohl geschleppt, haben uns schwer getan, aber die letzten zwei Testspiele dann in Oberroden, das 4-1, das war richtig, richtig gut. Da hat man richtig auch gesehen, jetzt, was wir da auch uns schon ein Stück weit wieder erarbeitet haben in so einer langen Zeit. Wie Sie es gesagt haben, ist das so für uns alle gemeinsam das erste Mal, dass wir länger zusammen sind, immer wieder jeden Tag dann sich zu treffen und an den Inhalten zu arbeiten. Mit dem Wurmspiel jetzt 0-0 zum Schluss hätte ich mir schon noch ein Tor gewünscht, ganz klar, die eine oder andere Möglichkeit hat man gehabt. Aber ich hoffe, dass wir uns das jetzt, und davon gehe ich aus, aufgehoben haben. Das Ganze hat es insofern ein bisschen schwerer gemacht, dass wir schon einige immer wiederum nicht im Training hatten.
aufgrund von Verletzungen, denke ich an Sascha Krupp zum Beispiel zurück oder Benjamin Pinto, der in Leverkusen sich verletzt hat. Jan Bigge zum Schluss jetzt eben auch roten, konnte gegen Worms nicht spielen, durch Infekte. Der eine oder andere Klaus zum Beispiel, Chasula, Sorgen gilt auch Giuliano, der dort sich im Training leicht verletzt hat und dann nicht so 100% fit ist. Und dann, das hat es ein bisschen schwerer gemacht, aber wir haben dort ja auch eine hervorragende medizinische Abteilung mit dem Niklas, mit dem Thorsten, mit Dieter Schäfer von der Bank, mit unserem Doc. Die haben sich größte Mühe gegeben, haben sich reingehauen, um die Mannschaft insgesamt so in Form zu bringen, auch neben dem Trainingsplatz, dass es jetzt endlich losgeht. Das merkt man auch in der Mannschaft, bei den Spielern. Diese lange, lange Zeit, dass es jetzt endlich am Samstag hier auf dem Biberer Berg, wo hoffentlich vor einer großen Kulisse, dass es endlich wieder losgeht, dass der Schiedsrichter das Spiel anpfeift und dass auch diese Emotionen wieder sich entladen, positiv entladen und diese starken Eindrücke der letzten Spiele der Hinrunde, dass wir das wieder rüberbringen in das Samstagspiel. Ja, es ist die Partie Kickers Offenbach gegen Hoffenheim 2 oder auch 12. gegen 13. Platz. Jetzt haben wir eben schon gehört, hat Kickers Offenbach in seinem Hinspiel gute Erinnerungen an Hoffenheim 2, aber auch Hoffenheim 2 konnte ja nach der durchwachsenen Saisonbeginn seine Leistung steigern, hat jetzt zuletzt gegen Eintracht Frankfurt 2 und gegen Mainz 2 gepunktet. Wie stark erwarten Sie denn das Team Hoffenheim in der Rückrunde hier im Sportpark Hessenstadion? Ja, zunächst nochmal auch zu unserem Spiel. Also wichtig wird sein, dass wir uns dort in das Samstagspiel, das erste Spiel, das Pflichtspiel in 2014, nach einer langen Pause, 8. Dezember, haben wir das letzte Spiel gehabt. Das ist für beide Mannschaften, für alle Mannschaften immer so, jetzt geht es wieder los, sich reinzubeißen, reinzuarbeiten in das Spiel, in das Match. Auch die Dinge, die wir jetzt aus der Vorbereitung mitgenommen haben, auch Kraft im konditionellen Bereich, aber auch im spielerischen Bereich mitzunehmen. Da wird nicht sofort alles funktionieren. Dieses aber positiv auch gerade tragen, Chancendenker zu sein, auch als Mannschaft gegen den Gegner, der gut drauf ist. Ich habe sie selber jetzt zweimal noch gesehen in der Vorbereitung. Spielstarke Mannschaft, gibt es keine Frage. Das ist Hoffenheim ist sowieso für eine sehr, sehr gute Ausbildung in ihrem Nachwuchsleistungszentrum bekannt. Haben wir im Winter auch zwei Spiele abgegeben in die zweite Liga. Das spricht dafür eben auch eine große Substanz auch bei den Trainern, von den Talenten her auch wieder gearbeitet wird. Und die haben ja die Kurve gekriegt. Also das war ja so mit unserem Spiel, das waren ja auch unterschiedliche Drücke. Wir gerade in dieser Euphoriephase, dann haben wir in Hoffenheim zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Gegner gehabt. Gegen eine Mannschaft, die unverunsichert war zu dem Zeitpunkt. Wir mit einer unheimlichen Euphorie in das Spiel reingegangen sind, das konnten wir tragen und eine tolle Partie gezeigt mit tollen Fans im Rücken. Und jetzt haben die so die letzten Spiele, nicht nur die letzten zwei, sondern so seit Oktober, habe ich mal geschaut, aus 9 Spielen 18 Punkte geholt. Da haben sich deutlich jetzt auch abgesetzt von den hinteren Rängen. Und das haben wir ein Stück weit auch im Kopf mitzunehmen für das Samstagspiel. Wir müssen dort, wollen dort uns reinweisen in das Spiel. Und ich sag mal, mit der kämpferischen und mit der robusten Note zeigen, dass wir hier Herr im Hause sind und das Spiel gewinnen wollen. Vielleicht geben Sie uns noch so ein bisschen einen Einblick, wer sich für uns reinkämpfen darf. Denn wir haben ja gesehen, Christian Kappeck, das steht ja noch offen, der Einsatz, aufgrund der Verhandlungen, die heute, glaube ich, stattfinden. Welches Team erwartet uns denn von der Aufstellung her? Sind denn alle Mann an Bord? Kann man auf den vollen Kader zurückgreifen? Ja, zunächst zum Christian Kappeck. Das ist natürlich eine dumme Aktion gewesen. Ja, in Oberhund, in dem Testspiel, sich trotzdem, da muss ja was passiert sein. Wir müssen das jetzt heute Abend abwarten. Wir tragen auch diese Sportgerichtsentscheidung, egal wie das ausgeht. Ärgerlich für den Christian, weil er richtig gut drauf ist. Ein Spieler, der jetzt stabil durchtrainiert hat, das hat man gesehen auch in den letzten Eindrücken, ob das in den Testspielen war oder ob das die Trainingseindrücke sind, die wir gesammelt haben. Der wird, ich gehe jetzt mal davon aus, Samstag definitiv nicht spielen können. Wobei, mit Vorsicht zu genießen, das hängt jetzt von heute Abend ab. Wir haben ja vorsichtshalber auch letzte Woche mit der roten Karte im Testspiel gegen Worms auch nicht spielen lassen, weil er auch nicht freigegeben war vom System. Ein großes Sorgenkind ist jetzt immer wieder Dennis Mankavic, der
sich, der laboriert mit Adduktoren in Richtung Schambeinentzündung. Da warten wir nochmal auf eine Schlussdiagnose von unserem Mannschaftsarzt, was jetzt da konkret ist. Das hat sich wieder hochgeschaukelt in den letzten 10 Tagen trainiert, dann hat er wieder Schmerzen gehabt, konnte nicht richtig passen. So beim Laufen war das alles okay, aber so weit, so weit, so kurze Stoppbewegungen oder auch vom Schießen her hat er wahnsinnige Schmerzen gehabt. Also da ist ein ganz, ganz, ganz dickes, fettes Fragezeichen für den Samstag. Das reißt uns schon noch, weil der Dennis uns fehlt, ja, mit seiner Dynamik, mit seiner auch mit seinen Dribbeltechniken, die er sich so auch angeeignet hat. Das ist jetzt zu der Mannschaft auch wahnsinnig gut, aber das werden wir schultern. Ich habe es den Jungs auch zu Beginn der Vorbereitung gesagt, es ist ja ein Stück weit, liegen ja die Dinge zurecht. Natürlich gilt es auch immer in der Vorbereitung, für sich selbst auch Zeichen, Anker zu setzen. Theo, der eine ordentliche Vorbereitung jetzt gemacht hat, ganz viel gespielt hat und gezeigt hat, gegen auch Viktor Köln zum Beispiel, dort, was war, auf was ich da setzen kann, dass wir dort auch eine ganz klare Personalie haben, hinter dem Dennis Schulte, die Abwehr, wir haben den Sascha Krupp zum Beispiel, wir haben im zentralen Bereich einen relativ hohen Wettbewerb, wir haben mit dem Markus Müller noch einen Spieler verpflichten können, dass wir dort auch im Zentraloffensiven in der Spitze eine Alternative haben. Also wir werden dort nicht alles neu machen und umwerfen, aber es ist auch gut zu wissen, dass solche Jungs wie der Theo sich ganz viel vorgenommen haben für die Rückrunde in den 15 Spielen, mehr Spieleinsätze und vor allem auch Erfolg zu haben mit seiner Mannschaft. Und es werden jetzt auch am Samstag, haben wir gewisse Pflöcke eingesetzt, und das gilt halt dann, und es tut ja auch für den Spieler, für den Trainer immer wieder gut, wenn wir dort auch Alternativen haben. Wir haben unsere Jungspieler, ja, Jakut, Tahiri, Kara, Mosch, Marcel, die dort immer sich immer so reinbeißen müssen und sich behaupten müssen in dieser Mannschaft, aber auch in den Punktspielen. Und dann wird auch jeder seine Einsatzchance bekommen. Ja, dann vielen Dank erstmal Ihnen. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? Ja, Frage an Enrico Schmidt. Wer hat sich denn zuletzt dann, sag ich mal, als Mangavic-Alternative aufgedrängt oder wer kommt da am ehesten in Frage? Ich glaube, jetzt beim letzten Test war Jakut Tahiri, das waren die beiden, die auf der Position gespielt haben. Sind das auch die ersten beiden Alternativen? Das ist eine klare Alternative. Wir haben trotzdem auch mit Kevin Lücke einen erfahrenen Spieler, der das auch begleiten kann und das auch in den Punktspielen schon das eine oder andere Mal sehr, sehr gut rübergebracht hat. Sicherlich wieder eine andere Spielanlage, ja, für den Barisch oder für den Mohamed spricht eine jugendliche Frische, eine hohe Dynamik, eine Schnelligkeit, was der Kevin kompensiert mit einer sehr, sehr guten Spielfähigkeit. Wir werden auf einen Gegner treffen, die dort sehr, sehr gut geordnet sein wird. Und da gilt es halt auch mit unseren starken spielerischen Momenten. Wir haben ein spielstarkes Mittelfeld mit Matthias Schwarz oder Klaas Schasilla. Bin ich auch froh, dass ich das Thema, da es bei uns in den letzten Tagen unser Sorgenkind, der ja auch eine starke Hinrunde gespielt hat, entspannt hat. Und da haben wir schon noch Alternativen und es geht halt, das kann ich immer wieder auch den Jungs immer mitgeben, auch 10 Minuten bei Viktoria Köln sind 10 Minuten, um sich zu zeigen. Ja, nicht zu sagen, ich darf nur 10 Minuten spielen, sondern 10 Minuten ballern, rattern, Gas geben und auch zu zeigen, jawohl, ich bin bereit und schlussendlich brauchen wir auch den Mix zwischen dieser jugendlichen Leichtigkeit und aber einer gewissen Erfahrung, auch in den Positionen, Positionserfahrung und auch die Coolness, die Routine in Anführungsstrichen, das kann auch ein junger Spieler haben, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja, noch eine Frage zum Fitnessstand von Giuliano Modica. Der hatte ja auch zuletzt ein bisschen Probleme, ich glaube irgendwie Rücken oder Gesäßmuskulatur. Er hat jetzt dann auch letzte Woche nicht gespielt, das war auch eine Vorsichtsmaßnahme. Giuliano ist auch ein ganz, ganz ehrgeiziger Spieler und er hat jetzt auch die Zeit genutzt,
mit uns gemeinsam, mit den Trainern, dass wir da auch an der Komponente da wenig Verlust haben. Das hat er auch gemacht. Wichtig ist auch für ihn, dann schlussendlich wieder mit dem Ball zu arbeiten, in die Zweikämpfe. Da brauchen wir ein gutes Gefühl. Wir haben noch bis Samstag noch ein paar Stunden Zeit und mit dem Training gestern, auch am Dienstag hat er jetzt wieder mit der Mannschaft trainiert, zeigt, dass es für ihn persönlich auch eine gewisse Sicherheit gibt, ein bisschen Lockerheit auch in der Verletzungsproblematik, die er hatte. Wenn das dann so komplett, davon gehe ich aus, also Kopf raus ist am Samstag, ist seine Beute der Ball. Gibt es weitere Fragen? Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche uns ein schönes Heimspiel gegen Hoffenheim 2. Ja, Widerstand.